Heute Deutsche Bahn. Das ist ein fliegender Oliver Kahn. Kennt ihr ja. Der ist total handsam. Kennt ihr auch? Und das ist die Deutsche Bahn. Und wie geht so eine Deutsche Bahn? Erkläre ich euch. Bahnfahren mochten die Deutschen schon immer gern. Immer voll bequem gesessen. Und dank Pünktlichkeit immer Zeit für einen Kurzurlaub auf dem Bahnsteig. Natürlich arbeiten bei der Deutschen Bahn nur gut gelaunte Schaffner. Und es gibt in jedem Zug ein üppiges Essen, fast für lau. Lecker! Dann kam der Onkel Medon und wollte alles noch viel toller machen. Sein erster großer Streich, eine schöne Mogel-Sparpackung vom letzten Jahr. Ein bisschen an der Bahncard gespart, rein damit. Ganz viel kompliziert Preissystem, damit der Kunde was zu puzzeln hat, bevor er sich eine Karte kaufen kann. Und noch ribbeldi-rubbeldi, wischdi-waschdi, ein übersichtliches Streckennetz. Toll! Mogel-Sparpackung fertig. Aber ganz besonders achtet Onkel Medon darauf, dass die Schaffner nun noch netter werden. Guck mal, voll nett. Huch, Züge leer, will keiner mehr Bahn fahren? Zu teuer, zu kompliziert, zu wenig Strecken? Okay, da muss jetzt was passieren. Nee, nicht bei der Bahn, sondern natürlich beim doofen Kunden. Erstens, 8-semestriges Studium des Fahrkartenautomaten mit Zusatzdiplom umsteigen. Dann kann man genau die Einteilung sehen und auch sie nennen das. Und auf den Nebenstrecken gibt's jetzt das günstige Schienenfitnessstudio mit dem praktischen Fahrheimtrainer. Was? Schuldentalfahrt der Bahn kommt nun erst richtig in Gang? Dann greift Onkel Medon in seine Trickkiste. Aus alter Bahncard mach neu und aus teuer mach noch teurer. Und wenn das immer noch nicht reicht, kein Problem, dann guckt sich die Bahn das bei den Billigfliegern ab. Wie machen die das? Aha, für 9,90 Euro von Hamburg nach München fliegen? Machen wir auch, fliegen wir mit. Toll. Und nächste Woche, Bahnkunden stehen Kopf. Preisspirale schlägt Reisenden mächtig auf den Magen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.